Hallo und herzlich willkommen zu Reisetag Nummer 5, ihr Lieben, von der Türkei nach Ungarn zu unserem Ferienhaus. Wir sind gestern in Sofia angekommen, hier in Bulgarien, haben hier sehr gut geschlafen eigentlich. Letztes Mal war die Nacht hier ultra unruhig, heute war sie gut, sind aber schon ganz früh aufgestanden, denn heute haben wir eine große Tour vor uns. Wir fahren heute nach Zagreb, um dort noch eine Nacht zu schlafen, frei zu stehen an einer Mall. Apropos, ich guck mal eben, wie viel Strom wir haben. 53. Ich lade das noch mal auf hier. Unsere portable Powerbank. Nicht schon voll, ne? Nein, 53. Ich hatte die gestern rausgezogen, weil ich den Ventilator hier im Stecker gemacht habe. So, jetzt lädt die. Hat einen Input von, kann ich noch nicht sehen. Naja, wir machen uns gerade fertig, waren duschen und so. Wir fahren jetzt gleich los. Es sind ungefähr 700 Kilometer, die wir vor uns haben. Generell kein Problem, aber da wir jetzt heute Reisetag Nummer 5 haben, ist das schon so, man hat einfach keine Lust mehr. So langsam. Ich würde sagen, wir jetzt, wenn das sich so langsam steigert, als den ersten Tag 900 Kilometer. Ja, wir haben auch überlegt, durchzufahren bis zu unserem Haus nach Ungarn, aber das sind dann knapp 1000 Kilometer und wir schauen mal. Dann würden wir im Dunkeln ankommen. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was die Reise so bringt. Wir werden komplett durch Serbien durchfahren. Diesmal, mittlerweile holen wir uns da ja schon eine Handykarte an der Tankstelle. Hier, stell aufs Bett. Und damit wir da nicht so ohne Internet sind, ne, da kann ich euch schön auf Instagram mitnehmen. Der Wohnwagen lohnt sich gar nicht mehr aufzuräumen. Wir haben ja nur noch eine Nacht jetzt vor uns im Wohnwagen. Und dann haben wir unser riesiges Haus, für uns riesiges Haus in Ungarn wieder. Mit 80 Quadratmeter. Aber für uns ist das jetzt riesig. Ne? Wir waren jetzt knapp über ein halbes Jahr im Wohnwagen. Da ist das voll luxuriös. So, was wir gleich machen, wisst ihr das? Wir gehen gleich in Lidl einkaufen. Die Almans müssen als erstes natürlich in Lidl. Holen uns ein paar Snacks. Deutsche Snacks und vegane Snacks. Wenn wir jetzt nach Ungarn durchfahren würden, dann würden wir Serbien rein, also bulgarisch-serbische Grenze und Kroatien und dann noch nach Ungarn. Also, ist echt hardcore dann. Wir haben angekuppelt, deswegen werden wir wahrscheinlich in Zagreb nochmal Halt machen. Und nochmal eine Nacht schlafen. Und dann morgen in voller Frische. Ja, mal gucken, ne? Was ja, dann ist schon zu spät. Dein Bühlenbart wächst ja. Ja, hast ja gesagt, das tönt dich animalisch an, wenn ich einen Bühlenbart habe. Also alle, die auf Instagram dabei sind, wissen, dass er das gesagt hat. Er hätte den so gerne wieder. Ja, auch. Wenn ich das finde, mache ich euch mal das Schmetterlingsfoto hier rein. Hast du doch schon. Ja, aber nicht für den Vlog. Scheiße. Ja, okay. Also ich gucke jetzt, ob hinten der Wohnwagen hinten rechts hier durchpasst. Man muss immer hier anrufen, den Mann, dem das hier gehört, dass der aufmacht. Also egal, ob man rein oder raus will, egal, 24/7. Kein Knopf oder so, dass man das so... Also der wird schon wissen, warum er das so macht, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil wir haben jetzt 7 Uhr oder so. Und rufen den mal an, dass er... Hello? Aufmacht. Okay. Da öffne es. Genau, wir haben schon 10 vor 8. Ich habe mich vertan. Wir sind ja schon öfter jetzt hier gewesen und dem der Platz hier gehört, der hat auch einen Teenager-Sohn. Und wir haben dem schon mal gesagt, weil der Wohnmobile verleiht, wenn er mal nach Ungarn kommt, können die gerne vorbeikommen. So. Wisst ihr schon, wir laden immer Familien ein. Das ist immer ganz nett. So,
Das passt ja zumindest hier rechts. Ich weiß nicht, wie es links ist. Ja, links sieht er ja selber. Ja! Ja, und dann, wenn wir in Ungarn sind, geht unser Wohnwagen erstmal ins Schläfchen. Bis auf ein paar Deutschlandaufenthalte ist erstmal nichts mit dem geplant. Los. So, los geht's zum Lidl. So, wir waren natürlich eben im Lidl. Haben hauptsächlich Brötchen geholt und so. Ein paar Halsbonbons für den Papa. So, was denn? Ja, Rasensprenger sind jetzt natürlich angegangen. So, wir haben Ciabatta, Brötchen, Brot, Weltmeister, knuspriges Brot gibt's wieder. Liebstöckel habe ich 4 Stück mitgenommen, damit mache ich wieder mein Kräutersalz in Ungarn. Ich weiß nicht, wie unser Liebstöckelstrauch gewachsen ist, also das ist nur Notfall. Wir essen echt viel Liebstöckel. Ja, ein Dressing, weil ich habe Salat. Und 10 Liter Müllbeutel für die Fahrt, nehme ich die immer. Ins Auto. So, okay. Der Papa muss den Reifendruck jetzt auch noch testen. Denn der hat jetzt angeschlagen, hinten links zeigt er jetzt Low Tire Pressure. Brauchst du Hilfe, Bernd? Dann bringe ich den Wagen weg. Wo ist dein Pudding? Schnall ihn mal an, Livia. Ich habe mal auf dem Dach stehen. So, wir hauen jetzt einfach ab und bringen den Wagen weg. Ja, also bis wir loskommen, ich sag's euch immer wieder, es dauert. Das sieht immer so schön aus. Ja, man reist, aber es hängt auch viel dahinter, was man nicht sieht in den Videos, weil ja der ganz normale Alltag weiterläuft mit Einkaufen, Wäsche waschen. Wenn ihr wüsstet, wie viel Wäsche ich jetzt habe, dadurch, dass wir jetzt heute den 5. Reisetag haben, bei 4 Personen 5 Tage nicht gewaschen, die ganzen Handtücher, die Betten muss ich beziehen. Also wenn wir in Ungarn ankommen, ist erstmal wieder alles voll Wäsche. Wir haben nicht groß geputzt im Wohnwagen, der sieht aus wie Sau natürlich. Also sag ich mal, wenn du 100 Quadratmeter hast und jeden Tag saugst, wir haben ja denselben Dreck, aber komprimiert auf 6 Quadratmeter. Also das fällt noch viel mehr auf. Aber ja, so, den Tritt wieder rein. Zack. Schlüssel noch einmal holen und abschließen. Ach nee, da muss. Ich dachte, du bist im Wagen weg. Ich habe mich gewundert, wer hier rumrührt. Nein, ich habe mich gewundert wegen dem Tritt, aber klar, du musstest ja die Powerbank. Was war jetzt mit Reifendruck? Der war 0,2 Bar runter. Gut. Wir checken. Ja, die fahren ja auch viel, die Reifen. Ne? Und es ist auch ein enormes Gewicht. Einfach. Wir sind drin im Gewicht, wir wiegen ja regelmäßig, aber es ist ja trotzdem schwer. Jetzt bin ich komplett nass geworden am Rücken von den Rasensprengern. Ich habe jetzt kein Schmiermittel, also kein Mayo oder so. Margarine hast du da. Nimmst du Margarine? Oder auch Mayo, dachte ich, hätten wir den Eimerchen drin, aber. Ja, aber das ist vegetarische Mayo. Ach so, ja, für Kalle. So. 2 Scheiben Wurst. Aber ist bitte mit dem Löffel. Auf ein Brötchen. Ich wusste, dass das da hinten jetzt eine Sauerei gibt. Livia, nimm deinen Löffel bitte. Wir sind schon in Serbien, das ging auf einmal zack, zack, dann waren wir da, die
Grenze war ganz leer, wurden überall durchgewunken, keiner hat irgendwo reingeguckt. Sehr unkomplizierte Grenze. Dafür, dass es nach Serbien reingeht, habe ich so sehr empfunden. Und die Landschaft ist wunderschön. Ich habe es euch gerade ein bisschen gezeigt. So bergig, sehr grün. Die Straßen sind tippitoppi. Tankstellen könnten mehr sein. Ja, Tankstellen könnten mehr sein. Mama? Ja, Livia? Ja? Ist jetzt in 32,8 Kilometern. Also dann haben wir noch 60 Kilometer gut. Es müsste hinhauen. Man darf sie nur nicht verpassen. Mama, ja? Es ist orange. Orange, ja. Von Sofia bis nach Bulgarien zur Grenze. Es ist nicht weit. Jetzt kommt es in ein Tüdeli. Stimmung ist etwas genervt bei allen. Ja. Ich habe das aber noch nie gesehen, dass im Tunnel 80, also nicht bewusst. Zu unserer Verteidigung muss ich sagen, als wir losgefahren sind, hatten wir noch über 250 Kilometer, ne? 300 auf dem Tacho, also Reichweite. Es geht sehr schnell runter. Ich habe jetzt gerade die Kamera ausgemacht und ich habe euch gesagt, noch 93 Kilometer. Jetzt ist nur noch 82 und noch 28 Kilometer. Ich habe auch sehr viel bergauf gefahren jetzt die letzten 20 Kilometer und jetzt geht es bergab. Ich habe jetzt Gang raus und lasse einfach rollen. Wir sind trotzdem bei 85. Lustig, wir haben nämlich auch kein Internet noch nicht für Serbien. Wir müssen halt unbedingt noch an der Tankstelle so eine Internetkarte holen. Aber es ist wenigstens nur 24 Grad. Wenn du sowas bei 40 Grad in den Bergen von der Türkei passiert, empfinde ich das als unangenehmer von den Temperaturen her. Ja. Nicht genügend Kraftstoff im Tank. Möchten Sie schon 3 Kilometer nur gerollt. Ja, weil wir ja gerade bergauf gerollt sind, rollen wir jetzt halt bergrunter. Jetzt sind wir die 3 Kilometer, 1 Kilometer verloren. Ja. Läufst du im Leerlauf jetzt die ganze Zeit? Noch hin. Sowas ist dann halt die Situation einfach, man ist halt angespannt. Also ich bin dann angespannt. Wir genießen die Landschaft.
blöd, weil Handy habe ich ja kein Internet, da kann ich nicht umrechnen. Ich werde so oder so zur Tankstelle erst gefahren. Immer wieder spannend. Es wird nicht langweilig. Die Gazprom-Tankstelle kommt jetzt. Gucken, weißt du schon, was kostet in Serbien? Nein, das war auch gerade gekackt. Ja, ich weiß, ja klar. Natürlich. Ich habe nur gedacht, boah, kacke. Wenn wir 17 Kilometer laufen müssen, ist schon kacke. Also hin ich und wieder zurück. Boah, da standen, waren gerade drei Menschen und da waren drei Grabsteine. Die Menschen haben das besucht. Ja, ich muss gleich im Wohnwagen alles umschwenken. Müsli ist leer, die erste Dose ist leer und wir haben noch frische Wurst und so. Die hole ich dann hier rüber. Genau. Einen Kilometer noch bis zur Tankstelle. Man freut sich so richtig, man weiß es so richtig zu schätzen dann nach so einer... Hatten wir in Deutschland auch mal, da waren zwei Tankstellen ja, zu ich und die weiß. Dritte war gesperrt ja. Und dann... Guckst du doof aus also der Augen. Ein türkischer LKW-Fahrer und so. Ja, wir sind mit den letzten Metern gerollt, mit dem letzten Fitzel und der ist wirklich dann ausgerollt und wir haben es bis zu der Tankstelle geschafft. Das war aber so eine LKW-Tankstelle, wo man eine bestimmte Karte für braucht zum Bezahlen. Und der türkische LKW-Fahrer hatte so eine Karte und hat uns dann eine Gallone voll gemacht. Ne? Damit konnten wir dann zur nächsten Tankstelle fahren. So, hier ist jetzt eine Tankstelle. 37 Kilometer könnten wir noch fahren. Aber ich denke, ein bisschen Saft ist da mehr drin, ja, trotzdem oder? Trotzdem will ich nicht vorankommen. Na, ich auch nicht. Ungerne. Vor allem, weil man ja sowieso schon jetzt am 5. Reisetag keine Lust mehr hat. Also vor allem die Kinder. Ja, unnötig. Genau, aber wir haben es ja geschafft. Nee, das dauert noch ein bisschen. Also bis nach Zagreb sind es noch 616 Kilometer. Tanken erstmal, tanken, sonst kommen wir nirgendwo mehr hin. Verfahr dich jetzt hier nicht auf dem Riesen. Ismail, wusste. Wollen wir den mal anrufen mit FaceTime? Ja, bitte, aber dann. Bestimmt gerade mehr. Der hat bestimmt ganz viel zu tun da bei sich. Ganz voll am Strand alles, ganz viele Camper und Zelte. Ja. Ich sehe aus wie Sau. Ich bin komplett eingesaut. Oh, ich komme wieder. Hier sind Straßenhunde. Die sehen aus wie Beagle einer, so süß. Wo? Gehen wir jetzt raus, zeige ich dir. Komm, wir gehen mal zum Wohnwagen. Einkaufen im Kühlschrank. Komm. So. Komm. No Shop für SIM-Karten. Also, ja, komm, hinter dem silbernen Auto ist der Homie, der aussieht wie Smurfy. Hier war, da ist er. Da. Oh. So süß. Es ist immer, wenn Straßenhunde sind, ist sowieso schon so, oh, die Armen. Bleib hier, Livia. Aber wenn die dann auch noch so ähnlich aussehen wie der eigene. Die läuft schon weg. Die werden da hinten, komm hier, Livia. Die werden da hinten gefüttert. Siehst du, die ist weggelaufen. So, komm rein. Habe ich euch noch nicht erzählt, seit gestern. Sind immer die Hells Angels, mit die Motorradfahrer, kennt ihr die? Die sind immer, überholen uns, dann sind die wieder hinter uns. Jetzt gerade haben sie uns wieder überholt und jetzt sind die hier tanken. Schau mal, Mama, was ich kann. Da haben wir gestern gegoogelt. Mama. Über die... Ja, im Auto mache ich sie dir auf. Warte, wir steigen jetzt erst ins Auto ein, dann erzähle ich okay, euch weiter. Jetzt. Wir nehmen jetzt dem Hells Angels Motorradfahrer die Vorfahrt. Bitte Fahrtrichtung überprüfen. Weil der hat immer Vorfahrt, egal ob er wirklich hätte oder nicht. So. 20 Kilometer kommt eine nächste Gasstation, hat der Mann gesagt, an der Kasse. Ja. Da haben sie die. Gut, also wir haben jetzt getankt. Reichweite 869 Kilometer. Damit kommen wir schon mal hin. Kannst du mir ein Video anmachen? Ja, ich kann dir wieder einen Film anmachen. Wir haben ja Amazon Prime runtergeladen. So, aber wir haben kein Internet. Und dann hat der Mann vom Tanken gesagt zum Bernd, ja warte, ich bringe dir gleich eine. Da habe ich gesagt, lass uns das bitte nicht machen, weil wenn irgendwas ist mit der Karte oder... 4 Euro wären das gewesen. Ja, aber du hättest dich am meisten aufgeregt. Nicht richtig,
Miau, du hättest sie aufgeregt, dass sie da in Rage. So, ich kann dir Yakari anmachen, Livia, den Film. Ich hab Angst. Du hast Angst? Warte, Kopfhörer haben wir auch geladen. Alles aufgeladen. So. Bitteschön. Wo ist dein Handy? Hier. Schöne Filme runtergeladen. Das ist der Avatar Equalizer. Wir machen jetzt den König der Elefanten. Der Soldat James Ryan. Schindlers List. So. The Walking Dead. Blair Witch Project. Boston. Ja, boah. Wegen den Hells Angels. Ja. Soll die Sachen, die fahren nur bis zur Kultur. Ja, kann ich. Bitte? Die fahren da nur bis hin und ja. Ja, ich habe gestern Abend vorgelesen, hast du nicht zugehört? Nein. Livia, aber nicht reinpusten bitte in die Capri-Sonne. So. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Fahren wir jetzt zur nächsten Tankstelle und hoffen auf Internet. Ja, weil wir den Wechselkurs nicht wissen. Wie war der denn? 220 Mal. Ja, irgendwie so. Aber wir haben ja jetzt keine Wahl gehabt. Du hast gesagt 4 Euro der Liter. Den haben sie jetzt auch berechnet. Wir haben das gehört. Schmeckt der dir? Nicht so gut. Echt? Warum ist der denn? Da habe ich eine dumme Antwort. Aber der ist ja okay, einfach. Okay. Ist der mit Pfann? Nein. Der ist ja vegan. 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 Vegetarisch. Mit einem Brot, aber ist ein ganzes Brot. Ganzes Brot, das ist eigentlich. Freust du schon wieder auf Backstube Ela? Naja, du machst ja Backstube Bernd, ne? Und du machst ein Sauerteigbrot. Oh du ja. Klopfst. Ja, mit lecker Aufstrich und Sprossen kann ich wieder machen. Oh, lecker. Darauf freuen wir uns und deine Brötchen. Shake. Warte, wann wäre schon überlegt, ob wir heute durchfahren sollen, aber das entscheiden wir spontan. Ja, Grenze, wie gut wir da durchflutschen. Weil ich hätte für den Weg halt über 1,5 Stunden geplant, eigentlich wieder mit Pässe und alles, mit Wartezeit, weil das ja in der Regel immer recht voll ist. Bei der bulgarisch-serbischen, serbisch-kroatischen Grenze. Aber 5 Minuten, ne? Maximal, wenn aber überhaupt. Ja. Aber meistens, also die EU ist schwieriger, in die EU einzureisen, auszureisen, ist nicht so schlimm. Ja, ich bin erst rausgeflogen. War schon seit Istanbul ging mir auf die Zwiebel hier. Ich hab da noch einen Bühne-Schnauzer gehabt. Juckt's dich? Juckt's am Arsch ein wenig doll. Und ist er. Wo sind wir? Wunderbar, Serbien. Mal da kannst du den Bauch füllen. Peter Bock war das. Kommt das Baby bald. Ja, kroatische Grenze sind wir. Wir sind gespannt. Bis Zagreb werden noch 280 Kilometer. Krieg ich wieder Ärger sofort von. Jetzt fahren wir ja zurück. Toll. Ab in die Türkei. Bei Istanbul wieder. Bernd will gerne weiterfahren. Erwägung gezogen. Ich würde gerne ankommen. Du bist schon am Kuchen backen heute. Wäsche waschen wir nicht. Ja, klar. Ja. Freude. Hetti, du magst die Weintrauben nicht. Schreibt mir nicht, die sind giftig. Das interessiert den Hund. Für den Smurfy nicht. Der erntet die selber immer in Ungarn. Ja, das ist kiloweise.
und da kannst du den ja auch nicht von abhalten, außer wir würden ihn anbinden. Ja. Dann meckern die anderen wieder in den Kommentare, dass der Hund angebunden ist. Also dem bekommt das ganz gut, Weintrauben. Aber die mag er nicht. Also das, was ihm nicht bekommt, das isst er auch nicht. Der weiß das. Das ist ein kluger Hund. Ja. Haben sie Reifenwechsel gemacht? Ja, was sollen sie hier machen, ne? Ja, nichts zu tun, machen den Reifenmarkt oder was? Ja, wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Aber nicht vom Stehen, Mama. Weißt du doch nicht. Das ist aber sehr unwissend. Ich weiß. Deswegen mache ich YouTube-Videos. Ja, die LKW-Schlange ist sehr... Fahrenstelle voraus auf A3 und 500 Meter. Du befindest dich noch auf der schnellsten Route. Das ist eine Fahrenstelle. Oh. Beseitigt, ne? Hier, Mama. Noch eine Weintraube. Hä? Möchtest du noch eine Weintraube? Deine Barbies auch? Hier. So, wir hoffen jetzt, dass die so schnell geht, die Grenze, wie die serbische. Oh. Sind vor uns ungefähr 6 Autos oder so. Das ist echt christlich, ne? Christlich? Christlich. Was man da so reingefahren? Aber du bist doch gar nicht christlich. Bist du trotzdem christlich? Nein, ich bin nichts. Ich bin Heide. Das kann man mal immer Heide. Heide. Heide-Witzka. Heide-Bühlend. Heide-Bühlend-Schlawitzka. So, ja, 6 Autos sind vor uns. Wir dürfen wieder nicht filmen. Oh, aber mein Knie ist auch langweilig, ne? Boring. So eine Kackperspektive, der Weitwinkel trägt auf. Und von unten auch, aber egal. Ja, Mama. Die Weintrauben. Ja, Mama. Ja, also wenn wir jetzt durchfahren würden bis Ungarn, dann fahren wir bestimmt noch 5 Stunden. Oder 7 Stunden. Wir machen jetzt gleich den fliegenden Wechsel. Ich gehe gleich nach hinten. Guck mal, der Hells Angels, der schiebt da vorne. Er hat den Kopf was vergeben. Aus Murphy, sagst du fein Hand? Ja. Kann ich auch mal? Was denn? Paper? Papier? Salbe? Ja, gebe ich dir. Nach Hause, keine Person. Nein, im Wohnwagen ist keiner. Ich kann aufmachen. Finger. Niemand drin. Dankeschön. Tschüss. Nochmal tschüss. Bye, bye. Normalerweise interessiert sich keiner für unseren Hund. Aber jetzt fragen die immer alle, was hat der? Ja. Und dann hat der Bernd gesagt, zu den Kindern sagt mal Hallo, weil die gucken ja die Pässe und der Hund so. Wuh. Kinder nicht reagiert und der Hund dann. Wuh, wuh. Ja. Das war der lustigste Grenzbeamte bis jetzt. Ja? Gut. Dann kann ich auch nicht einmunden, wenn ich laufe. Ja klar, möchtest du? Ja. So, jetzt Einreise. Das war jetzt Ausreise Serbien, jetzt kommt Einreise. Wir sind in Ungarn. Herzlich willkommen. Ja, wir haben einfach durchgezogen. Wir haben gesagt, komm. Ja, jetzt sind wir gerade angekommen. Unser Auto ist kaputt. Das ist ein Automatikgetriebe. Und der Rückwärtsgang, der geht nicht mehr. Jetzt wissen wir nicht, wie wir den Wohnwagen hochziehen sollen. Also hochziehen können wir den, aber können gar nicht rangieren. Fragen jetzt mal Google. Die Freude war so groß übers Haus jetzt und sowas. Und? Hast gegoogelt? Kamera geht an. Aber wenn ich den Rückwärtsgang mache, die Rückfahrkamera und die Beeper funktionieren, aber Gas kommt gar nichts. Parken geht ist auch. Kamera geht aber. Kamera geht. Dann leg mal, ich schieb dich jetzt und du guckst, dass du das auch mal runterfährst. Ja? Warte mal. Fahr. Vor, mach langsam, ich kann ja bremsen. Kannst du schieben oder soll ich helfen? Soll ich helfen? Nein. Ich muss halt unter die Anhängerkupplung, dass wir den anhängen können.
Warte mal, stopp! Was? Stopp! Du musst bremsen! Ich kann das gar nicht abschätzen. Ich schieb dich, Bernd. Weil ich das noch nie, ich habe den noch nie unter die Anhängerkupplung gefahren. Ja, ich bremse einfach. Ich bremse einfach, wenn es stoppt. Jetzt zeige ich Getriebeschaden an. Ja? Jetzt zeige ich Getriebe an, Fehler. Dann zieh den nicht hoch. Nein. Dann machen wir den nachher noch. Verdammte Kacke. So, da sind wir wieder. Und das ohne Auto und ohne Wohnwagen. Und ich gucke gerade, wir haben ganz viele kleine Fruchtfliegen hier drin. Und dafür, dass wir so lange nicht hier waren, weiß ich nicht, wo die herkommen. Ich habe schon alles durchsucht. Gleich mal den Bernd fragen. Ja, der Wohnwagen wird jetzt woanders geparkt, weil wir den ja nicht hoch, also wir können den hochziehen. Aber dann hat er das Getriebe auch angezeigt. Deswegen fährt der Bernd den jetzt weg, kommt im Auto hier hin und hoffen, dass er diese Fahrt alle noch machen kann. Und morgen hoffentlich hat die Werkstatt einen Termin für uns frei. Wir haben gegoogelt natürlich, was es sein könnte. Ich dachte direkt Getriebeschaden, aber es ist irgendwie so ein Pinöppel, der abgebrochen ist. Und das habe ich auch gemerkt, das war ungefähr 20 Kilometer bevor wir hier waren, hat man das gemerkt. So krack hat das gemacht. Dann habe ich gedacht, was war das denn? Aber er wusste ja keiner, ne? Der fährt ja halt noch vorwärts. Ja, wir wollten so ganz entspannt ankommen. Wir haben gesagt, komm, wir fahren durch und dann ruhen wir uns morgen aus und räumen dann ganz entspannt die Tage in dem Wohnwagen aus. Nur das Nötigste, wie den Kühlschrank. Und dann haben wir sowas, ne? Wir haben jetzt alles leer geräumt. Also, ja, fast alles, ne? Die frischen Sachen sind alle noch drin. Wir haben ja hier auch noch Wechselsachen. Aber die dreckige Wäsche und so, alles raus, Kühlschrank raus, Toilette raus, ganz wichtig. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute mitgefahren seid. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Ich habe aber auch schöne Nachrichten. Ich habe schon gesehen, unser Schmetterlingsflieder, der blüht, der hat 4 oder 5 große Blüten, den zeige ich euch morgen. Und unser Lebensbäumchen ist fantastico, sieht das aus, sieht richtig schön aus, aber das zeige ich euch morgen. Bis morgen in alter Frische, ihr Lieben. Tschüss!